Ja, das ist ja auch so, das ist doch passiert mit Mölln und so. Und trotzdem hat sich hier, es haben viele Angst davor gehabt, dass ich oder mein Nachbar oder irgendjemand der Nächste ist, der vielleicht verbrennt werden könnte. Aber irgendwo hast du dir auch irgendwie die Gedanken gefasst, dass du denkst, okay, ich wehre mich dagegen, ich tue was dagegen. Weil ich bin nun mal hier und damit bleibt es auch. Mich kriegt man hier nicht durch Anschläge weg, durch Demonstrationen weg, weil ich nun mal hier lebe und daran wird sich nichts ändern. Ich habe mir hier ein Leben aufgebaut, ich bin hier geboren, ich bin mit dieser Sprache aufgewachsen, ich bin mit diesen Menschen aufgewachsen und diese Demonstrationen, diese Brandanschläge würden mich nicht daran hindern, auch hier weiterzumachen. Man könnte nicht sagen, ja okay, ich schreck dich jetzt ab und jetzt verpiss dich. Ist doch so.